Ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es schlimme, auf dem Oktoberfest ist, wenn du dort ankommst. Ja, nüchtern, ne? Ganz, ja, du kommst da an, überall laufen Leute rum, haben irgendwie Spaß und du denkst dir, ach komm, es geht weg und hier, ah, ich komme hier durch und Leute kommen dir entgegen und denkst dir, ah, nee, anstrengend. Also wirklich so drüber laufen ist echt blöd. Wenn du da aber mal ein paar Stunden in dem Zelt warst und kommst wieder raus, das hat sich alles verändert irgendwie. Du bleibst nicht mehr an Leuten hängen, irgendwie, du gehst wirklich mit der Masse. Weißt du, bist du irgendwie so? Ja, du weißt doch meistens dann ja gar nicht mehr, wo die U-Bahn ist. Du läufst einfach den Leuten hinterher, die in die eine Richtung, weil du weißt, ja, die wollen auch rein. Dann wird schon irgendwie klappen. Wir wollen, dass ihr uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt. Wir wollen eure Pickaxe sehen. Wir wollen den Lover unterreden. So. Was, wieder das Spiel oder was? Nein. Nein. Ja, ich meine, gut, wenn du jetzt wirklich das Spiel nochmal hast, dann kannst du natürlich vielleicht schon mit dem Michi tauschen. Vielleicht macht der Michi ist, glaube ich, so ein Pinball-Fan. Pinball. Na, jetzt ist echt nochmal Pinball. Nein, das glaube ich nicht. Also, ich hab 10 Keys. Den ersten habe ich ausprobiert und das war dieses Panzerspiel. Soll ich jetzt echt wechseln? Ach Quatsch, stopp. Na, das. Da reden wir nächste Woche nochmal drüber. Hast ja auch dann neue Chancen. Ich guck mal irgendwann im Laufe der Woche, was mein Kind macht. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß. Achso, ja gut, wenn du sagst, man kann die Spiele auch theoretisch wieder verkaufen, dann geht's wahrscheinlich. Ja, du musst einen Käufer auch finden. Ja, nein, aber das dann zur Not könntet ihr, ich weiß nicht, wenn man den Key einmal eingegeben hat, ob man dann schon direkt im nächsten Schritt das Spiel hat. Oder. Also im Ganzen, es geht ja nicht nur ums Gewinnen, das ist halt so eine Belohnung quasi für Leute, die viel zugucken. Und heute war jetzt ja auch wirklich nicht so viel los im Chat. Aber was teilweise interessant ist, ich weiß nicht, ob das jemand weiß, es gibt auch, man kann natürlich auch Keys direkt kaufen zu einem Spiel. Ja, dass man sagt, hier, das Spiel hätte ich gerne. Und dann geht man auf irgendwelche Seiten und dann gibt es da den Key. Und teilweise halt wesentlich günstiger. Ja, genau. Ich habe leider kein Oktoberfestbier mehr. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Bestimmt, oder? Kann man schon noch kaufen. Meinst du, sie haben was übergelassen? Nein, halt so im Ding. Ja, ich meine ja, meinst du, die haben dann auch was übergelassen? Bin mir da nicht so sicher. Meinst du? Weil das war schon lecker. Aber ich hatte halt nicht genügend. Ach so, ja, hier Ding, Solara-Dingens. Aber da hat man viele Diamanten gebraucht, ne? Bei deiner zumindest. Ja. Und die hat halt das Problem mit der Zeitsteuerung. Na gut, das wäre mir ja wurscht. Die ist halt erst effizient, wenn der Server dann wieder durchläuft. Naja. Ja, wie gesagt, weiß ja nicht, welche Spiele dahinter sind. Das ist echt das Problem. Ich weiß es bei einer Handvoll.
Und da ist das Spiel aber nicht dabei, was du willst. Also da ist irgendwie so Star Chronicles, Tin Boy, keine Ahnung, Hacker Evolution, Crystals of Time, solche Geschichten. Flash Eaters. Aber jetzt ohne Scheiß, weil es echt... Der Lexis schreibt gerade, dass nur zwei Bäcker, Michi, du weißt ja immer so Zeug, nur zwei Bäcker fürs Oktoberfest Brezen backen dürfen. Nee, wusste ich nicht. Ach komm, das wäre jetzt aber hier, jetzt haben wir ja klar, weiß ich das ja. Ja, Oktoberfest ist definitiv nicht meins. Aber. Hm. Raus! Ich ist mir zu voll da. Ha? Ja, nein, da muss. Ja, naja. Das ist. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde das Schlimme auf dem Oktoberfest ist, wenn du dort ankommst. Ja, nüchtern, ne? Ganz, ja, du kommst da an, überall laufen Leute rum, haben irgendwie Spaß und du denkst dir, ach komm, es geht weg und hier, ich komme hier durch und Leute kommen dir entgegen und denkst dir, ah, nee, anstrengend. Also wirklich so drüber laufen ist echt blöd. Wenn du da aber mal ein paar Stunden in dem Zelt warst und kommst wieder raus, das hat sich alles verändert irgendwie. Du bleibst nicht mehr an Leuten hängen, irgendwie, du gehst wirklich mit der Masse. Weißt du, irgendwie so. Ja, du weißt doch meistens dann ja gar nicht mehr, wo die U-Bahn ist. Du läufst einfach den Leuten hinterher, die in die eine Richtung, weil du weißt, ja, die wollen auch rein. Dann wird schon irgendwie klappen. Ja, glaube ich gerne. Ist wirklich so. Also wir sind da drüber, hatten noch ein bisschen Zeit, weil wir unsere Box erst irgendwie um, weiß nicht, 18 Uhr oder was hatten. Und es war echt anstrengend. Gerade so dieses Stop and Go. Ja, du läufst im Endeffekt ja nicht wirklich Kilometer weit, aber trotzdem bist du fertig. Du willst einfach nur noch deine Ruhe, dich irgendwo hinsetzen. Und ja, kaum bist du im Zelt, willst du dich nicht mehr hinsetzen, sondern stehst du auf der Bank. Ne, das war schon wieder lustig. Also wir gehen ja eigentlich zumindest einmal pro Jahr runter. An dem Abend denke ich mir natürlich dann immer, Mensch, wieso eigentlich nur einmal, aber das reicht dann eigentlich auch. Und wenn man jetzt keine Box hat, weil das sind natürlich auch die, ich sag mal, Box ist jetzt eigentlich, die Box selber ist jetzt gar nicht das Besondere, finde ich, sondern die Bänke und Tische sind einfach viel cooler. Da wackelt nichts, das ist einfach irgendwie wirklich rein zementiert. Ja, da kann nichts passieren. Und auf diesen anderen blöden Bänken, da willst du eigentlich nicht drauf. Wir waren dieses Jahr wieder in der Fischer-Froni. Okay. Sehr zu empfehlen. Finde ich sehr, sehr nett da. Und sie haben Major Tom gespielt. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Nein, hast du nicht gesagt. Nee? Nee. Ich glaube, ich habe so eine Theorie, dass sie das nur alle 2 Jahre spielen. Weil beim letzten Oktoberfest war ich auch mit einer Kollegin und die auch so, aha, Major Tom wäre super. Und es kam nicht und kam nicht. Und dann bin ich irgendwann vor. Ich meine, der Abend war dann schon ein bisschen später. Und stand dann halt irgendwann so in der Nähe von der Bühne. Ja? Und da standen natürlich auch so Bedienungen und so weiter. Und ich wirklich alle angequatscht, Major Tom, Major Tom. Und die natürlich so, ah, geh weg. Erstens, was, als wenn wir Einfluss auf die Musik hätten und ja. Und dann irgendwann musste anscheinend einer von den Musikern auf Toilette. Das heißt, der kam von der Bühne runter und die Tür war offen. Also die Asten abgepasst. Nein, ja, der war ja dann erstmal weg, aber die Tür war kurz offen. Und dann bin ich durch die Tür durch auf die Bühne hoch. Also ich weiß nicht, ob man mich von unten gesehen hat, weil sobald ich auf dem Level von der Bühne war, kamen wirklich 2 Security von der Seite und habe ich direkt wieder runtergezerrt. Den habe ich das auch nochmal versucht klarzumachen mit dem Major Tom, aber die hatten da auch wenig Verständnis. Deswegen war ich dieses Jahr echt froh, dass ich das diesmal nicht machen musste, sondern die einfach von sich aus Major Tom gespielt. Aber ich glaube, das war durch meine Aktion im letzten Jahr. Die wussten... Die Leute flippen sonst aus irgendwann. Da wird es dann unruhig im Zelt. Wir müssen jetzt Major Tom bringen. Das wird sein. Ja, und?
Es kam. Es erfolgt, ja? Ja, eine Kollegin war leider nicht mit dabei, die habe ich dann wieder erzählt. Tage, da verliert man. Ja. Ja, gut, es kam natürlich auch so Helene Fischer, dann jetzt aber, naja. Wobei, je später der Abend, da tanzt er dann auch zu jedem Lied irgendwie. So, ach nee, komm, ich mach jetzt mal den Weg fertig. Ich glaube, du hattest ja noch Gravel. Den Weg will ich noch fertig machen, wenigstens. So viel habe ich bei euch hier nicht mehr. Treppen noch, genau. Treppen noch. Ja, guck dir das und mal. Und diese Carpenter-Blöcke. Was? Mit deinem Kies und so weiter. Naja. Ja. Ja, nein, aber jetzt ganz ehrlich, er hat ja noch gar nicht geantwortet so richtig. Hast du jetzt wirklich zweimal das gleiche Spiel? Weil das fände ich jetzt, das wäre natürlich doof. Ich meine, im Normalfall sollte es natürlich eigentlich auch so ein bisschen mehr random sein, was die Gewinner angeht. Beide Spiele schreibt, das sind für mich zwei und somit unterschiedliche. Naja, aber mich wird's, ich will ja auch so ein bisschen, würde ich schon gern wissen, was das dann für Spiele sind, die da rausfallen. Wie gesagt, ich sehe es ja nicht. Jetzt wieder haben. Nein, aber das, wenn man, ja, ganz ehrlich, zum Beispiel, dass ich halt weiß, okay, da kommt auf Dauer nur Schmarren raus, die Leute sind eher verärgert, dann bringt es ja auch nichts. Ne? Das ist natürlich auch Schmarren. Aber, deswegen würde mich halt interessieren, was rausfällt. So, ist das jetzt? Gravel. Ja, dann nehmen wir gleich mal. Echt zweimal. Wie gesagt, meins war dieses Panzerding. Ich meine, wenn dir das Panzer gefallen würde, das könntest du haben, weil ich das aus meinem Account irgendwie wieder rauskriege. Aber ich weiß es noch nicht, mit Bo 2, mein Borderlands? Nee. Vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch. Michi, weißt du, was Bo 2 ist? Also mir fällt jetzt nur Borderlands ein, aber... Was? Jetzt schon wieder dunkel. Sind das nicht diese Keys, die du gekauft hast? Bo 2? Keine Ahnung. Ne? Nein, das ist halt hier... Ja, den letzten Schluck, den willst du jetzt auch nicht mehr. Du hast ja vorhin auch irgendwas geschrieben, irgendwie, das hole ich mir. Ach, Black Ops! Black Ops, ja, das ist natürlich. Ich dachte jetzt Borderlands irgendwie, Bo 2. Black Ops 2. Ja. Wie gesagt, das Blöde ist ja, ich kann ja die Keys auch nicht mehr verwenden. Deshalb, selbst wenn du sagst, kannst du zurückhaben, gib mir lieber den dritten Key, den ich noch habe. Naja, das ist halt. Michi, wir hätten doch wieder bei dem Bier bleiben sollen. Ich merke das schon im Chat. Ja, ja. Undank ist der Weltenlohn. Aber ich konnte dich ja nicht davon abbringen. Ich hab's dir gesagt. Ja, Bier ist halt so mit, weißt du, durch die Weltgeschichte schicken. Der King wird kommen und macht alles. Ja, nein, aber es war ja ein anderer King. Das ist doch jetzt irrelevant. Ja, nein, beim letzten Mal hatten wir nämlich auch einen King. Und der hätte sich auch über Pinball gefreut, glaube ich. Glaube ich nicht. Ja, du, die blende ich gleich aus. Du kannst mir ruhig auch mal zustimmen. Ich? Für was habe ich dich mit dabei? Du bist. Ja. Wieso ich? Ja, weil du, ja, du, ja. Wieso du, ja. Ja, wieso ich eigentlich? Wieso bist du eigentlich mit dabei? Das frage ich auch. Das ich eigentlich mit dem Hallo? So, dann kommt das mal so. Ach, und es hört einfach nicht auf zu regnen. Ist doch herrlich. Ja, ich habe einen Haufen Geld hier, weil ich verdiene ja hier mit dem Twitch. Ganz ehrlich, allein durch euch zwei jetzt hier im Chat, ich glaube, das sind 150 Euro oder 300, ich weiß es gar nicht. Ja, pff, nix hier. Was, ach.
kostet alles nur Geld. So schaut's aus. Also falls du auch streamen willst, man wird nicht automatisch reich. So, schauen wir mal. Flint habe ich. Jetzt habe ich eigentlich so wenig Flint. Weiß ich nicht. Ist hier Flint irgendwo noch wieder angekommen? Nee. Noch 10 Stück, weil dann muss ich irgendwann auch mal wieder auffüllen, glaube ich. Okay. Ja, YouTube Money. Ja, ganz ehrlich, von YouTube mal ganz abgesehen. Ganz ehrlich, zum Glück habe ich den Michi, der hin und wieder bei Twitch Geld einwirft. Wie das mal aus? Er ist zumindest der Server bezahlt. Das ist ja schon mal gut. Also wir können das auch so machen, für einen Zehner gibt es auch... Oh, jetzt kommt's. Ja, direkt. Bist du ruhig? Hm? Bist du ruhig? Ich weiß ja, du wirst schon recht haben. Ich habe hier auch die Öfen, die können eigentlich auch weg. Wie für einen Zehner? Was heißt für einen Zehner? Ja. Ja, Zehner Spende und dann kriegt der King direkt, unmittelbar und unmissverständlich. Du hast doch nur Angst, dass irgendjemand 29,67 spendet und du nicht mehr ganz oben auf der Liste stehst. Herausforderung angekommen. Ja. Vor allem ganz ehrlich, das könnte man echt machen. Ihr spendet mehr als der Michi. Der Michi, bin ich mir ganz sicher, wird natürlich nachlegen wollen. Und auf Dauer, wir teilen uns dann einfach den Gewinn, den der Michi... Weißt du, wie so eine Auktion, wo der andere hochbietet, obwohl du eigentlich gar keinen Bock auf das Ding hast, nur weil du dir denkst, nee, für das Geld gönne ich es dir nicht. Ich biete mit, weil ich weiß, du willst es unbedingt. Ja... Klingt gut. Hm? Michi, schau, Michi ist sogar dafür. So. Ich habe noch einen Elevator, Michi. Nützt dir ein Elevator irgendwas? Nee, ne, auch nicht. Elevator? Mhm. Ja, doch. Einer, ja, einer nützt dir nichts. Ja, nee, das nicht, aber zweit ist ja schnell gemacht. Mhm. Oder? Das war doch Enderperle und Wolle, oder nicht? Ja. Ja, klar, ist schnell gemacht. Ich könnte sogar noch welche machen. Ich brauche jetzt momentan nicht mehr. Ne, 1.000 Spende, das... Der Michi... Ich habe schon das Zeug weggeworfen. Da würde der Michi noch mithalten. 1.000? Ja. Oder? Wäre es dir schon wert? Peanuts. Oder Michi, wir machen es so, du gibst mir 500 und ich modifiziere die Top-Donator so, dass du immer oben stehst. Weißt du, dass ich das immer anpasse, automatisch. Also ich stehe... Du hast einen Haufen Geld gespart. Ich stehe so. Ich will ja hier auch keinen Gewinn machen, King. Wie gesagt, das mit den Verlosungen, das ist ja wirklich nur so Spaß nebenbei. Ist ja heute auch das erste Mal. Und ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob ich es weitermachen will. Nee, ich glaube auch nicht, das ist ganz ehrlich. Nein, also, wie gesagt, ich hau die Dinger gerne raus. Aber es sind halt random. Hätte ich gewusst, dass du zweimal dieses Spiel kriegst, hätte ich natürlich gesagt, hier, da gebe ich dem natürlich einen anderen Key. Weil so ist natürlich auch... Wäre natürlich auch blöd. Aber die sind wirklich random. Also insofern, ich hab's nicht... Ich hab da keinen Einfluss drauf. Sonst hätte man da natürlich drüber reden können. Aber wenn die mal draußen sind, nützt mir es halt auch nichts, wenn du sagst, hier, ich kann sie wieder haben. Dementsprechend...
Okay. Jetzt habe ich eigentlich Leadstone. Für was habe ich denn die Dinger eigentlich? Hast du die da rein, Michi? Leadstone Fluxduct? Rein. Nee, in meine Kiste? Ich weiß nicht, für was ich die. Habe ich die aus Versehen gebaut? 4 Stück? Weiß Weil ich die für irgendeine Maschine gebraucht. Kannst du gebrauchen? Ja. Nicht gebraucht. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt eigentlich? Jetzt haben wir 12. Ja, so ein Gewinnspiel können wir auf jeden Fall noch machen. So, der Weg ist eigentlich... Achso, nee, ich wollte ja diese Carpenter-Blöcke machen, genau. Haha. Der Chat lenkt mich heute wieder so ab. Und zwar eigentlich die hier. Dafür brauche ich die. Ah, siehste, da können wir sogar welche machen. Ach komm, da brauchen wir sowieso immer wieder welche. Jetzt brauchen wir die, da brauche ich noch Sticks. 6 Stück müssen sogar reichen. Dann nehme ich noch ein bisschen Gravel mit. Habe ich ja bei Michi gezwickt. Wo brauche ich denn das jetzt hin? Da. Ich habe schon wieder so eine Spinnenzeile, eine Spinne getötet, ist mir gar nicht aufgefallen. Weißt du, da gehst du hier durch die Landschaft und merkst gar nicht, wie du ganzen Tiere. So. Ja, es reicht natürlich nicht, ne? Und den blöden Hammer bräuchte ich eigentlich auch. Merke ich schon. So. Ja, das geht. Ich bin mir noch nicht mit dem Weg sicher. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass aus diesem blöden, das habe ich jetzt immer schon gesagt, aus diesem blöden Baum dieses hässliche helle Holz rauskommt. Ich hatte ja gehofft, dass das einfach dann das Dunkle ist. Das wäre schon cooler. Und ich glaube, ich reiße es auch hier nochmal raus. Und eigentlich wollte ich hier ja auch diese Dings dann verlegen. Treppen machen wir noch. Diese Steine, wo man schneller läuft. Mal gucken. Ja, Video schneiden. Das tut mir leid. Aber kannst du doch nebenbei. Oder schneidest du so krass, dass du wirklich Stunden beschäftigst? Also bei mir hält sich's noch in Grenzen. Das ist dann eher das Rendern. Aber die ersten YouTube-Videos haben wir auch. Oh, da hat man noch nicht gestreamt. Ja, oh ja, du hattest ja nichts groß mit zu tun. Ah, gar nicht warm. Ich habe am Anfang auch noch gemacht, Kollege. Ja, stimmt. Ja, gut, du hast auch. Ja, das ist richtig. Ja. Aber aber nicht so lang. Nee, ja keine ich glaub, Lust mehr. 5 Folgen. Oder so. Ja, irgendwie, wie hieß denn die Folge? Die Werkbank, die Treppe und oder ja. Irgendwie der Keller. Das ist irgendwie so. Ja, nein, aber da hatten wir noch nicht gestreamt und da hatten wir wirklich dann teilweise 1 bis 2 Stunden Folgen wirklich quasi nicht live, sondern halt einfach aufgenommen. Der Michi schön irgendwie sein Handy hin und am nächsten Tag mir das Video mitgebracht und dann habe ich das mit dem Michi reingeschnitten, den Ton hatte ich in verschiedenen Spuren und das war Arbeit.